Thank you.
Ihre Lippen stoßen direkt zum Nordhang und ihr schnurstracks in den Westen vor. Ich selbst komme von Süden. Treibt es direkt vor mein treffsicheres Korn. Weidmann heil!
euch den Sprung in der Vorstellungskraft. Ihr habt die Gefühle und den Verstand. Wozu wollt ihr Bier und Brot? Schaut die strahlende Sonne an. Genügend Wohlgeruch liegt in der blütendurchtränkten Luft. Und der Weißschein der Bierbar löscht menschlich viele Durst. Ihr drei Gesellen seid nichts als unerhörter Böden. Geh, lass uns mit deinem Geschwätz in Ruhe. Wir haben Hunger und Durst. Ihr Plagegeister, schaut euch nur um, es ist genug zu eurer Verstärkung da. Er nimmt den Mühlbach seinen schreitenden Drang. Obwohl, ich reiche euch selbst. Ist das nicht Götterkrank? Vorsicht, Wasser! Gelotes Wasser, weiter nicht! Ja, so wurde es. Ich weiß Gott, ein erfrischender Dank. Mein Durst ist gut gestillt. Haha, der Hase, mein Kind, der gehört jetzt mir.
Das Jagdhorn tönte von dir. Ja, so eben waren Jäger hier und machten das. Bekamen sie Stärkung von dir? Hier, prächtig frisches Obst und es gab es eine Stärke gemacht, Jäger. Frisches Obst? Und das ist nicht schlecht. Wie? Von diesem Korn? Das sind ja faule Äpfel, weiter nichts. Was anderes bekamen meine ausgehungerten Leute nicht von dir? Das ist das Einzige, was du vorher kannst. Hey Müller, hast du den Hasen gesehen? Gesteh! Jetzt geh uns so vorbeigelaufen. Verzeihung, mein König, ich sah euch nicht. Ich bin sicher, eben habe ich einen rasenden Hasen im Wind gesehen. Und schlupf und er verschwand unter diesen Kronplätzen dort. Und nun ist er wieder überall in der Welt. Verflixt, wir haben heute wieder kein Glück. Sepp, wir gehen aufs Schloss zurück. Ich glaube, du hast doch nur Gespenster gesehen. Nein, nein, das stimmt. Wie mir scheint, kam jemand uns vor. Schaut vorbei, die Frau der Mann ist weggegangen. Genau so sah er aus. Der Ralf in der Hand zu. Lasst ihn sehen. Ist er aus Gold? Tatsächlich, ein echt goldener Ralf. Wo habt ihr arme Müllers Leute den her? In diesem Land herrsche ich allein und keiner darf reich sein, geschweige denn reicher als ich. Wo verbirgst du den Schatz? Zeig ihn her. Majestät, bei Antwort nichts. Alles gab ich den Dagen vor. Darüber ist vollkürig recht. In meinem Land ist es allen gut. Wasser und Brot gibt es genug. Das reicht. Pack das Mädchen, den Zauber mit dir. Oder siehst du des Diebstahls überführt, Hoheit? Ich habe bereits Kunden, dass ich der Zauber nur auf meine Hüte vollziehe und ganz bestimmt nicht auf euer Geheiß. Wie man von gebenden Geistern weiß, zieht sich nicht verschreckt oft zurück. Man wird ja sehen, ob der Spukgeist nicht mitkommen kann, wenn ihm an dir liegt. Also, worauf hat es? Leb wohl, lieber Vater, schweige nur. Ich glaube nur fest an ein goldverwaschenes Stroh. Vielleicht hilft dir der Regen. Thank you.
Mann zu Müller gehen und fragen, wo habt ihr das viele Gold? Eure Tochter ist eine Hexe, wie man sieht. Und die hat man in früheren Zeiten nach dem Scheiterhaufen gefragt. Müller, was ist denn der Gegenstand? Hier, nimm doch mal diesen und setz dich darauf. Wenn bei Nacht die Truhe 12-mal schlägt, dann ruft nur laut, Simsalabim. Niemand mag mich, so wie ich bin. Doch weil ich ein Königskind in meinem
von deinem Vater im Ministerrat und hilf dem ganzen Volk aus der Not. Dafür befolge meine Mut. Opfer dein erstgeborenes Kind und ich bin geschwind. Du forderst für das Volk das höchste Opfer von mir. Es wäre eigennützig, menschliches Licht. Also gut, ich verspreche dir mein erstes Kind, wenn dich der König morgen zu seiner Königin macht. Alles gut, schlafe rein, der König wird morgen mit dir zufrieden sein. Thank you.
des Gehörnsdiener fangt mit der Verteilung an und bringt schnell den Müller zum königlichen Empfang. Du reich mir nun deine Hand, das Holz soll seine Königin sehen. Es lebe auch der König, es lebe auch der König, es lebe auch die Königin, es lebe auch die Königin, die meine ein Buch auf den Thronfolger und seine Mutter, die Königin. Thank you.
war gewiss etwas zu viel für dich. Nur eine kleine Schwäche. Bitte geht schon voraus in den Speisesaal. Welches Gesetz? Drei habe ich mit dem Schicksalswort sei. So rachen wie mein Name ist. Errechnen, Monsieur.
Thank you.
Liebling, was ist geschehen? Schau nur hin, wie herzlich es lacht. Ist es nicht das schönste Kind auf der ganzen Welt? Ja,